Ja, bin Docke Gustafsson. Zuerst mal ein gutes neues Jahr. Es hat nicht ganz so gut begonnen. Was war heute falsch bei MRC Olten? Ja, wir haben, mein Gefühl ist, dass wir haben so wenige Spiele gehabt, zwei Spiele in drei Wochen und ja, das Matchtempo ist nichts dabei und richtig, ja, man kann schauen, letzte Drittel haben wir viel, viel besser gespielt, wir sind ins Spiel gekommen und mehr aktiv und besser gelaufen und besser mit Scheiben und all diese Sachen, so, ja, ich glaube, so ein bisschen Rhythmus ist nichts gut im Moment vom Spielrhythmus. Aber der Trainer kann nicht zufrieden sein mit den ersten 40 Minuten. Es kam zu wenig für ein Derby. Ja, ich weiß, das ist schade, dass wir, ja, man glaube, dass alle dabei besser sein würden, aber ja, dass nichts funktioniert heute. Und ja, klar, man bin nicht zufrieden, ist keine Frage, aber ich sage noch einmal, gute letzte Mittel gehabt und das ist schade, dass wir viele gute Chancen gehabt und Tor bekommen und das Spiel ja, umwechseln, aber ja, schade. Auf dem letzten Drittel kann man aufbauen, was nehmen Sie aber mit von heute? Ich muss lernen, ich muss bessere Vorbereitung machen, dass wir alle Spiele raus, dass man nichts nur glaubt, alles funktioniert normal, aber man muss ja, vielleicht mehr laufen oder ich weiß nichts, aber ja, mehr aktiv sein, dass wir besser fokussiert ist und besser mit Scheibe und Passe und all diese Sachen. Und, ja. Okay, besten Dank und danke.